Hallo meine Freunde in YouTube, das ist ein Erstversuch, bin zum ersten Mal in YouTube, ein Unboxing-Video und zwar die Festplatte Seagate Backup Plus Hub 8 TB und die ist für Windows 7, 10, geht für Windows und Mac, USB 2, USB 3, also ist ein recht gutes Teil, denke ich jetzt mal. Wir werden das jetzt mal auspacken, uns anschauen, also rein nur mal Unboxing und ohne technische Details, nur mal gucken, wie das Teil also so kommt, wie es sich macht. Jo, wir öffnen mal den Karton, nehmen mal die Verpackung weg, die Folie und gucken uns das Teil mal an. Wie das denn so aussieht. Jo. Na, ordentlich. So. Ja, da ist irgendeine Beschreibung dabei für PC, für Mac, also so für die Installation dann nachher. Gucken wir mal, was da noch gibt. Und zwar eine weitere Beschreibung, wie man es ansteckt. Naja, das sieht alles recht gut aus. Macht sich recht gut. Ja, das Teil war im Sonderangebot. Deshalb habe ich eigentlich zugegriffen. Und ich brauche dringend ein Backup, weil wenn man YouTube-Videos dreht, dann wird es natürlich immer mehr. Man bekommt mehr und mehr Datenmaterial. Und ja, das gehört auch gespeichert, ist ganz klar. Seagate 8 TB. So, Kabel, Netzteil, was immer da drinnen ist, gucken wir mal. Ja. So, macht man schon fast lange Nägel. Das Netzteil ist mit einem USB-Kabel. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, das ist so ein geteiltes USB-Kabel. So ein, so ein zweiteiliges. Dann gibt es da hier, Netzadapter. Ja, die sah man nicht immer bei diesen Geräten. Und zwar gibt es das fürs Ausland. Das heißt, ich denke mal US-Standard oder was das ist. Und das andere ist einfach nur ein Netzteil, wo man das aufstecken kann. Ja. So, jetzt sehe ich aber da ist US-Teil dabei. Ich kann es in der USA einstecken, aber nicht bei uns. Das wird jetzt spannend, oder? Nö, da ist doch unseres auch. Also, war zu verfrüht. Wir haben also alles bereit. Man kann es einstecken. Und wir gucken uns jetzt das Teil noch an, wie das aussieht. Öffnen das mal. Und zwar, ja, es ist ein Plastikgehäuse, es sieht jetzt, da stehen soll es so, da sind vier kleine Knöpfe drunten, das sieht man also ganz wenig hier, so kleine Dinger, da soll es stehen, Backup Plus Hub, Seagate, so soll es stehen, naja, kann man irgendwo dazwischen reinschieben dann. Also hinten und oben und unten gibt es irgendwie so ein bisschen Belüftung. Ja, sonst sieht es recht gut aus. Es ist auch nicht schwer. Man kann es auch mitnehmen, weil es ist ja gedacht, dass man vom großen PC speichert und dann dieses Teil mitnimmt. Wenn man auf Reisen geht oder so, kann man sich das Storage-Teil mitnehmen. Und das ist auch gleich ein Hub. Man kann hier Handy anstecken, iPad anstecken, man kann alles mögliche anstecken, was man halt noch so extern mit USB hat. Das geht bis, ich denke mal, 1, 2 Ampere. Also man kann da echt starke Sachen anstecken. Ja. Und das ist schon recht praktisch. Und der speichert auch direkt vom Handy rein. Ja. Hinten ist Netzteil plus dieser geteilte USB oder was immer das ist. Und das Ganze ist ein USB 3 Teil. Wobei ich habe noch fast alles auf USB 2, macht ja nichts. Es geht trotzdem, funktioniert trotzdem. Ja. So, und dann haben wir eben noch dieses berühmte Netzteil, das packe ich jetzt nicht aus, weil
ist ja eh klar, ich meine, Netzteil. Niemand interessiert ein Netzteil, das soll funktionieren und ja, ich nehme es doch raus. Und da ist dieses Aufsteckteil, wo man praktisch, ja, so, auf Müll. Das steckt man da so rauf. Hier. So sollte das gehen, nehme ich jetzt mal an, oder? Na, irgendwie. Das ist noch herauszufinden, wie das geht. Na, ich denke mal so rüber. Also es ist ein bisschen eine Spielerei, ja, ich hab's. Ein bisschen eine Spielerei, aber dann funktioniert das Teil ins und da rein. So, das war's. Jetzt die Installation mache ich jetzt noch nicht. Das werde ich dann gesondert einmal filmen. Wie gesagt, das ist mein erstes Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn da so ein alter Sack mal ein bisschen was bringt. Ne? Und ich hoffe, dass das Teil wirklich so gut ist, wie ich mir das vorstelle, weil ich habe Berge zum Speichern, mehrere alte Geräte, alte Computer mit kleineren Festplatten. Ich hoffe, ich kann das alles hier raufpacken. Und dieses Teil ist wirklich so gut, wie ich mir das vorstelle. Ja? Okay, damit beende ich dieses Video und hoffe, es hat euch gefallen. Und dieses ganze Daumen nach oben und Pfeil da unten links und das lassen wir, weil das weiß eh schon jeder in YouTube. Ja? Also, dann tschüss für heute und ich hoffe, wir werden uns noch öfters sehen. Also, Baba.